Als weltweit tätiger Zulieferer für die Automobilindustrie verfügt Bosch über große Erfahrung bei der Zusammenführung von Daten aus globalen Produktionsprozessen. Um das volle Potenzial der gesammelten Daten auszuschöpfen, entschied sich der diesjährige Preisträger für den nächsten Schritt in Richtung Datenanalyse. An seinem Produktionsstandort in Immenstadt verfolgt Bosch dafür eine ehrgeizige Mission: die Industrialisierung der künstlichen Intelligenz. Wir haben in unserem Produktionsnetzwerk viele Linien und viele Produkte und dementsprechend werden wir sehr viele Modelle in der Zukunft brauchen. Unter einer Industrialisierung verstehen wir ein Stück weit die automatisierte Bereitstellung der Modelle, die Überwachung der Modelle, also in gewisser Art und Weise KI vom Fließband fürs Fließband. Um das zu erreichen, hat Bosch eine cloud-basierte Dateninfrastruktur geschaffen, die eine schnelle und einfache Implementierung von Machine Learning Use Cases entlang der industriellen Wertschöpfungskette des Unternehmens ermöglicht. Bisher waren wir sehr MES, also Fertigungsleitsystem getrieben, unterwegs, haben 100%ige Konnektivität unserer Anlagen erreicht. Für Machine Learning, datengetriebenes Arbeiten reicht es aber nicht aus. Drum haben wir uns vor 2 Jahren für eine Cloud-Plattform entschieden, wo wir durchgängig die Daten von der Fertigungsebene bis in die Cloud transportieren und dort ein mehr breiten Umfeld für Analytics-Anwendungen zur Verfügung stellen. So können wir nicht nur einen Use Case umsetzen, sondern wir können auf Basis der Daten eben verschiedenste Use Cases in der Cloud sehr schnell, sehr flexibel über eine skalierbare Leistung eben umsetzen. Eine der ersten Anwendungsfälle, bei denen diese Form der Datenanalyse zum Einsatz kam, war die Funktionsprüfung von Bauteilen bei der Montage von ABS-Systemen. Bei uns in der Prüfung gibt es 160 Prüfkriterien, die sehr komplex zusammenhängen. Und die KI übernimmt die Interpretation dieser komplexen Zusammenhänge und gibt der Fertigungseinrichtung aktiv Feedback, was uns ermöglicht, dass wir einen Fehlerteil vorzeitig aus dem Prozess rausnehmen können und somit verlorene Takte und Prozesszeit gewinnen können. Auf Basis der dort gewonnenen Erkenntnisse treibt Bosch die Nutzung von Data Analytics in anderen Bereichen seiner Fertigung voran. Um eine reibungslose Implementierung sicherzustellen, setzt Bosch dabei auf sogenannte digitale Tandems, bestehend aus einem Daten- und einem Prozessexperten. Das Erfolgsrezept bei den digitalen Tandems ist, dass wenn Sie nur einen Data Scientist auf das Thema Daten ansetzen, er unheimlich viele Korrelationen erkennen kann, aber überhaupt kein Gespür und Gefühl dafür hat, wo soll er wirklich suchen. Deswegen auf der anderen Seite eben dieser Betriebsingenieur, der Verständnis über das Produkt hat und über die Produktionslinie. Und beide zusammen, die können dann tatsächlich zielgerichtet an einem Thema suchen und so die Verbesserung erreichen. Ja. Alleine ist jeder chancenlos. Die Ergebnisse bestätigen dieses Vorgehen. So konnten in den eingesetzten Bereichen innerhalb weniger Monate spürbare Prozessverbesserungen erzielt werden. Ich sag mal, durch die Vorgehensweise, die wir da entsprechend benutzt haben die letzten Jahre, ist es uns gelungen, sagen wir, unsere Produktivität jedes Jahr zwischen 10% und 12% zu steigern und haben damit einen Grundstein gelegt, wirklich entsprechend Schritte nach vorne zu machen. Und das Tolle ist, wir setzen die Lösung nicht nur hier in Deutschland ein, sondern wir haben auch in Summe noch 10 Schwesterwerke, wo wir identische Maschinen stehen haben. Das heißt, alles, was an Know-how erarbeitet wird, wird danach sofort auch entsprechend global ausgerollt. Und vor allem, wir können auch entsprechend global analysieren, wo stehen die Maschinen unserer Schwesterwerke und können auch von den Besten lernen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Hohe Transparenz, aber auch schneller Übertrag von guten Lösungen.